Servus, wir sind die Shisha Devils. Servus. Wir begrüßen euch in unserem neuen Video. Wir machen heute ein Tabak-Review über den Social Smoke Chantelope Chill. Honigmelone Chill. Die mit dem orangenen Fruchtfleisch. Es gibt ja auch die mit diesem hellen, weißen. Mit dem grünen, mit dem weißen. Ja, genau. Die alles verschiedene. Mit diesem orangenen Fruchtfleisch. Netzmelone. Genau. Mit Minze und jetzt bauen wir erstmal den Kopf. Bis gleich. Bis gleich. Also, wie gesagt, Chantelope Chill, und zwar Social Smoke, wie Dan schon im letzten Video gesagt hat, wir waren auf der Shisha-Messe und bei diesem, also eigentlich waren wir da echt nur beim Social Smoke-Stand so. Wir haben eigentlich, sind wir da hingegangen für Social Smoke. Was haben wir uns noch angeschaut? Eigentlich nicht wirklich was, noch kurz zu Start Now. Da waren wir noch an ein paar Stellen, haben was probiert. Sind halt rumgelaufen, ein bisschen probiert, aber eigentlich, wir waren da echt nicht lange, sondern einfach nur beim Social Smoke Stand. Haben uns dann angestellt, probiert, wie er gesagt hat, und uns dann Tabaks geholt. Das ist einer davon. Preis 32,90, 250 Gramm, so wie der letzte auch. Der, genau. Wie ist der? Melon Rush. Einfach Melon Rush, genau. Auch, also da ist der gleiche Schnitt. Das ist auch die gleiche Tabakfarbe. Ja, ist überall gleich bei Social Smoke. Ja. Wir hatten Standard Tabak ist ja braun. Und der ist jetzt so ein bisschen hellbraun. Und ja, dann schön mit Molasse. Der hat nicht zu viel Molasse. Das ist, ich finde, seitdem Social Smoke jetzt die neuen rausgemacht haben, also die neue Lieferung von Social Smoke ist auf jeden Fall nicht mehr so heftig feucht, aber immer noch genug. Also perfekt jetzt eigentlich. Ich fand, früher war ein bisschen zu viel Molasse. Feucht, da hat es richtig rumgesehen. Aber jetzt ist er perfekt eigentlich. Und ihr merkt den Unterschied auch einfach, wenn ihr wirklich frischen Social Smoke Tabak kauft, also frisch aus Amerika, den haben sie ja bei der Messe ganz frisch verkauft, dort direkt vom Flieger oder vom Schiff, Container, keine Ahnung von was, runter und dann direkt dort verkauft und ja, das ist eine ganz andere, auch wenn er hier so nach Deutschland geliefert wird, dann durch den ganzen Zoll muss, das ganze Prozedere dauert es mal ein paar Wochen wahrscheinlich und dann ist es einfach so, dass der Tabak schon drin, dann teilweise in der Packung dann überall so glitschig ist und so, das ist bisschen da wirklich scheiße man, ist. Man hat aus der Packung, ja. aus diesem Beutel, aus dem eingeschweißten Beutel. Genau, rausgemacht und bei den meisten Tabaks hier, wenn man sie hier kauft bei uns, ist es so, dass da übel der Sift drin mockt und man braucht 10 Minuten, um das Zeug da raus zu kratzen, den Tabak und sowas. Hier hat man das Teil aufgeschnitten und hat es rausgequetscht. Und da war alles direkt draußen so, also wirklich richtig, richtig gut gemacht. Und draußen an den Packungen ist nichts mit Molasse, Nichts, ist einfach alles super qualitativ hochwertig verpackt. Kann man bei 32,90 Euro aber auch erwarten. Ja, also ich verlange sowas bei so einem Preis, meiner Meinung nach. Die Dosen haben auch ein was heißt neues Design. Sind die gleichen Dosen mit den Ekelbildern halt. Hier ist einfach nur. Der Tabak ist Aufkleber, also der Geschmack ist so ein kleiner Aufkleber, der einfach draufgeklebt wurde. Ja, aber mich wundert es echt, weil da sind jetzt irgendwelche neuen Gesetze rausgekommen wegen Tabak-Bla-Kennzeichnung, dass man eigentlich nicht mehr genau draufschreiben darf, wonach er schmeckt oder was es für Tabak ist. Aber Social Smoke hat da irgendwie anscheinend Sonderrechte oder weil er aus den Staaten kommt, keine Ahnung. Weil die dürfen noch die ganz normalen Geschmacksrichtungen draufschreiben, wie Lemon Chill, Watermelon Chill, das dürfen die alles draufschreiben. Keine Ahnung, wie das geht, weil die anderen Sorten, wie zum Beispiel jetzt, nehmen wir Ultimate oder nehmen wir, wie heißen die, Adalia und sowas, die müssen jetzt alle so komische Namen dafür schreiben. Doppelapfel hat auch einen komischen Namen. Ja. Seven Days bekommt ja jetzt auch einen neuen Namen und alles. Ja, vielleicht, ach, keine Ahnung. Auf jeden Fall, jetzt zum Tabak, also, er riecht auf jeden Fall. Fall saugeil. Ist halt so Social Smoke, da bekommt man echt was für den Preis, meiner Meinung nach. Da passt alles. Ich hatte noch keinen schlechten Social Smoke, also ich hatte noch keinen Social Smoke Tower, der mir gar nicht gefallen hat. Außer auf der Messe. Da gab es diesen Cigar. Das ist.
muss ich nicht verstehen, wieso er sowas raufbringt, dann kann man sich hinhocken und seine scheiß Zigarre rauchen, weil es hat nicht mal wirklich nach Zigarre geschmeckt, es hat einfach nur scheiße geschmeckt. Irgendwie. Eigentlich schon. Also eigentlich war es einfach nur eklig, aber das ist halt dieser Geschmack gewesen. Aber diese ganzen Fruchtdinger, alles Fruchtige, was ich bisher von Soulja Smoke hatte, ist einfach geil gewesen. Und du riechst und du schmeckst, also das ist das Gleiche, da nimmt sich nicht viel. Da riechst du nicht mehr raus, wie du schmeckst nicht mehr raus, wie du riechst. Das ist einfach ein geiler Tabak, ja, muss man sagen. Ich muss auch sagen, man schmeckt diese Netzmelone auf jeden Fall auch raus. Ist auf jeden Fall, damit der Minze natürlich schön angenehm zu rauchen. Also es lässt sich wirklich sehr entspannt rauchen. Der drückt auch nicht, krass tut er auch nicht. Also eigentlich super geiler Tabak für jeden Sommertag. Und heizen, seht ihr ja selber, also der heizt ja echt Bombe. Kann man auf gar keinen Fall irgendwas dagegen sagen. Für mich ist es ein perfekter Sommertabak. Also nicht nur Sommer, allgemein ein perfekter Tabak. Ja. Er ist aber bei fast allen Songs so der Watermelon Chill, Lemon Chill. Ich finde, die sind einfach perfekt gemacht, die sind perfekt abgeregelt. Also, die machen sich auch viel Arbeit mit dem Tabak. Die Minze, die übertrumpft nichts. Die macht jetzt nicht den Geschmack von der Honigmelone weg oder sowas, sondern da passt alles zusammen. Das ist eine perfekte Mischung. Perfektes Mischverhältnis, das haben sie richtig gut gemacht, also da kann man nichts sagen. Wir rauchen wieder mit unserer Caesar Shisha. Darauf haben wir unseren Amy Deluxe Kopf mit Amy Deluxe Kohle, ja, das heißt Kamin. Und wir rauchen mit den Black Cocos. Haben beide das Mundstück, er von Devil Smoke, ich von Kaya. Richtig gönnerhaft. So sieht's aus. Dann haben wir eigentlich alles über den Tower gesagt, was man sagen muss. Ich empfehle ihn weiter auf jeden Fall. Also den kann man sich echt auf jeden Fall mal kaufen, wenn man das Geld hat, sage ich jetzt mal. Also ist schon ein teurer Tabak. Mussten dafür auch die Tasche greifen, was wir da alles gekauft haben. Werdet ihr in den nächsten Videos auch sehen, was wir noch haben. Ist auf jeden Fall... Aber man gönnt sich mal. Man gönnt sich einfach mal. Das ist aber auch nicht ein Tabak, den wir jeden Tag übel wegheizen oder sowas, die Social Smokes Dinger, sondern das ist was Besonderes. Das ist echt was Besonderes, also 32,90 Euro, weiß ich, kann das mir nicht leisten, jeden Tag davon das Ding wegzumachen und dann einmal die Woche 32 Euro zu zahlen, so. Nee, das geht auch schon nicht. Weil wenn wir jeden Tag rauchen, jeden Tag, dann ist schon mal eine Packung in der Woche locker weg. Ja. Also auf jeden Fall, ich kann ihn weiterempfehlen, kauft ihn euch, probiert ihn aus, wenn ihr ihn schon mal probiert habt. Oder mal probieren werdet, schreibt es in die Kommentare, wie ihr ihn fandet. Ich bin gespannt, was ihr dazu sagt. Dann wünschen wir euch noch einen wundervollen, entspannten Donnerstag. Wünschen euch viel Spaß bei den kommenden Videos. Guckt auch mal in unseren anderen Videos vorbei. Sind auch ziemlich interessante Sachen dabei. Dann wünsche ich euch noch einen super tollen Tag, ein wunderschönes Wochenende und bis zum nächsten Mal. Man sieht sich. Ciao, ciao.